Eigentlich sollte das jetzt weggehen, aber irgendwie ist das nicht so einfach heute. Ja, aber eigentlich. Also bei Escape hat er das Steuerungselement weggemacht. Okay. Dann nehmen wir das da oben mal. So! Es ist ein Kampf der Systeme auch hier. Ja, was ihr gesehen habt, es gibt einen harten Battle zwischen all den Systemen. Und deshalb, JD, werde JD. Konvertiere. Leaving the Dark Side. Wie verlasse ich die böse, böse Seite und komme zu Joomla? Wir reden darüber, wie man von Systemen wie WordPress, von anderen CMS-Systemen, von HTML wegkommt. Und ja, es ist ein harter Kampf, aber eigentlich ist es ja Schwachsinn, weil wir haben uns eigentlich alle total lieb. Also manchmal. Meistens. Wir geben uns Mühe. Zum Beispiel beim CMS-Garden, da sind viele CMS-Systeme vertreten, da arbeiten wir zusammen und gucken, dass wir zusammen alle Systeme weiterbringen. Also wir bekriegen uns nicht wirklich, aber es gibt halt, man muss Prioritäten setzen, sagen wir es mal so. Wer bin ich? Das bin ich, Holger Kremers. Ich und Joomla ist eine Leidenschaft seit dem 19.09.2005. Ziemlich genau, weil das war Version 1.0. Davor habe ich mit Mambo gearbeitet. Ich mag es einfach, ich liebe die Möglichkeiten, die das System hat und ja, vor allem kann ich es. In so vielen Jahren lernt man viel, das heißt, es gibt kein System, was ich so beherrsche und durfte dann zuletzt auch noch meine Prüfung zum Certified Joomla Administrator für die 3.x-Serie machen, darf also dieses Badge tragen. Im Real Life bin ich selbstständig seit 1998. Schwerpunkte im Moment bei uns im Unternehmen sind Projektmanagement, Contentmanagement, Social Media und Webdesign, Grafikdesign. Und wenn ich dann mal dieses Ding da, dieses Freizeit habe, dann setze ich mich aufs Rad oder laufe ein bisschen und gucke, dass die Wampe nicht zu fett wird. Was machen wir heute? Wir reden über die Migration aus verschiedenen Quellen ins CMS Joomla. Wir reden über die Gründe, warum tut man sowas. Wir reden über die Vorbereitung, was ist notwendig, wir reden über das Aufpassen, wo liegen die Schwierigkeiten, die Fallstricke, welche Quellen haben wir, welche Tools gibt es und wie sind ungefähr die Kosten. Was wir nicht tun, ist auf jedes Tool im Einzelnen eingehen, das schaffen wir nicht. Wir haben 45 Minuten, jetzt sogar noch weniger, weil das nicht funktioniert hat oder das nicht. Was wir nicht besprechen, sind Templates, weil das ist ein komplexes Thema für sich. Da muss man muss drüber sprechen im Rahmen der Migration, aber wir behandeln das Thema ja nicht, aber es ist für euch wichtig, es im Kopf zu halten. Es gibt auch keine automatisierte Übernahme, selbst Framework-Templates der großen Provider wie Rocket oder JoTheme, die auf beiden Plattformen vorhanden sind, tun sich schwer, da gibt es keine einfache 1-zu-1-Migration. Das Thema ist ein ganz separates Thema für sich. Und worauf ich bei den Tools, über die wir reden, auch nicht geachtet habe, ist die Nutzung des Joomla-Updaters. Einige nutzen es nicht. Da so ein Tool aber nur einmal benutzt wird und danach wieder rausfliegt, habe ich gesagt, ist unwichtig. Ja, warum migriert man? Was sind die Gründe dazu, von einem CMS oder von HTML umzuziehen auf Joomla? Originalzitat. Der Chef war wirklich angepisst, nachdem er da mal Typo 3 benutzen musste und habe gesagt, was ist das für ein Scheiß. Die Gründe sind wirklich vielfältig, es geht um die Zielsetzung. Ich hatte zum Beispiel vorher einen Blog, der auf WordPress lief, jetzt soll das aber eine Seite sein, die
viel Content hat, die von verschiedenen Autoren gepflegt werden soll, die Multilanguage ist. Und auf einmal ist das alte WordPress dann so ein Ding, wo du sagst, naja, da kann ich jetzt unwahrscheinlich viel reinpacken, aber eigentlich will ich es lieber mit einem Tool machen, was von Haus aus schon diese Features mitbringt. Oder die Technik ändert sich. Ich habe mal angefangen mit einer HTML-Seite, aber das soll jetzt dann irgendwie doch alles einfacher werden. Wie komme ich von diesem statischen Content rüber? Das sind so die Gründe, warum man darüber geht. Auch der Dienstleisterwechsel zum Beispiel. Manchmal ist man mit einem alten Dienstleister nicht mehr zufrieden und sagt, naja, ich habe der Grafikdienstleister, die machen auch Web, haben bisher aber für uns nur Grafik gemacht, aber die machen einen guten Job, mit den anderen bin ich nicht zufrieden. Jetzt kann der Dienstleister aber Joomla besonders gut. Dann macht es manchmal Sinn, erstmal Geld in die Hand zu nehmen, weil man es im Nachhinein spart. Weil er in der Welt zu Hause ist und damit schnell arbeiten kann. Und das sind Entscheidungen für Firmen, die manchmal eben dann auch so einen Wechsel aus einem bestehenden, laufenden Projekt in irgendeiner Form rechtfertigen. Vorbereitung. Also was muss ich im alten System machen? Das ist wichtig, damit mir die Scheiße nicht schon im Vorfeld um die Ohren fliegt. Ja, damit, ja, nicht wirklich... ich stehe dann da und habe das migriert und denke, oh Scheiße, jetzt mal vorher drüber nachgedacht. Ganz wichtig, alles, was du nicht mehr brauchst, schmeiß es vorher raus. Mach dir vorher einen Plan, was wollen wir übernehmen, was ist wichtig, was ist total unwichtig. Denn jedes Problem, was du nicht importierst, hast du schon gelöst. Das ist also einer der wichtigsten Punkte. Dann geht es darum, mach den Plan von der Struktur. Wie ist die alte Seite? Was ist wichtig in der neuen? Soll die Struktur übernommen werden? Was kommt dazu? Was kommt weg? Plan das. Das ist wichtig für die spätere Kontrolle, die URL-Umleitungen, die da kommen werden, weil die Systeme haben unterschiedliche URL-Strukturen, die sind unterschiedlich aufgebaut, die bieten andere Möglichkeiten und deshalb muss ich im Nachhinein, da kommen wir auch noch zu, mich mit den URLs beschäftigen. Wenn ich mir einen Plan gemacht habe über das, was ich habe, was ich haben will und wie es denn funktionieren soll, dann ist das wesentlich einfacher. Und rede über das Template. Weil das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn ihr mit dem Kunden darüber redet, wie kann das Template gemacht werden, was soll gemacht werden, wo sind die Unterschiede zwischen den Systemen, was ich im Template machen kann, was der Unterschied zwischen dem HTML und dem Content-Management-System, wie kann das funktionieren. Das ist also auch ein wichtiger Punkt in der Planung. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist die Funktionalität. Man kann im ersten Moment sagen, ja, CMS ist CMS, da ist Content drin, da sind User drin und zapp rüber. Ist aber leider nicht so. Weil die Systeme unterscheiden sich doch massiv. Einige Funktionen, die im Zielsystem nicht vorhanden sind, die aber im alten System drin waren, die ich vielleicht übernehmen will oder auch anders nutzen will. Einfaches Beispiel zum Beispiel Multikategoriefähigkeit von WordPress. WordPress unterstützt es, einen Beitrag mehreren Kategorien zuzuordnen. Das funktioniert in Joomla nicht. Joomla nutzt dazu, ich sag mal, oder wir nutzen dazu das Tag-System von Joomla, mehrere Tags zuzuteilen und darüber den Inhalt aufzurufen. Wie migriere ich sowas? Welche Funktionalität hat das System? Was gibt es noch für Punkte? Kommentare. Kommentare unterstützt Joomla nicht von Haus aus. Da gibt es Erweiterungen zu. Und dann ist die Frage, brauche ich die Kommentare? Wenn ja, wie will ich es in Joomla weiter nutzen? Welches Tool will ich in Joomla dafür nutzen? Und darauf kann ich eine Entscheidung fußen, nämlich welches Tool benutze ich? Weil nicht jedes Tool unterstützt die Migration von Kommentaren überhaupt. Und wenn ja, in welches System? Also das sind alles Fragen, die im Vorfeld ganz genau geklärt werden müssen. Sonst steht danach auf dem Schlauch und denkt, ja, habe ich komplett vergessen. Projekt ist halb fertig, falsches Tool ausgewählt, weil kann es nicht. Und das ist dann immer ärgerlich. Deshalb da im Vorfeld viele Gedanken zu machen. Das ist das Allerwichtigste bei der Migration. Woher? Woher kommt's? Da gibt es verschiedene Quellen, über die wir heute reden werden. HTML, statische HTML-Strukturen, einfache HTML-Seiten oder einfach eine vorhandene Seite, die irgendwo liegt. Und da liegt sie halt auf dem Webspace und da machen wir es halt. WordPress, wir haben ja eben gehört, ist nicht unser größter Konkurrent, aber es eben hat einen sehr, wie nennt man das, breiten Market Share, also sprich, es gibt sehr viele Seiten, es gibt Gründe von WordPress wegzugehen, es gibt sicherlich auch Gründe zu WordPress zu gehen, aber wir reden heute über das Weggehen und das wird sicherlich einen weiten Punkt ausmachen und wir haben andere Systeme, es gibt ohne Ende CMS-Systeme, ob Open Source oder Closed Source, wie kann ich Inhalte von darüber holen, auch das Thema werden wir kurz ansprechen.
fangen wir mit dem hier an. HTML. Kennen wir alle noch? Wer hat noch mit reinen HTML-Seiten gearbeitet? Ah, waren doch einige. Wie und mit welchen Hilfsmitteln wir HTML übertragen, hängt sehr stark davon ab, was haben wir da vorliegen, was ist das Ausgangsmaterial. Wir brauchen wahrscheinlich kein Tool, wenn es eine ganz einfache Seite ist, einfacher Content, einfache Menüstruktur, nicht viel Content, dann machen wir es, Copy and Paste. Das heißt, wir entscheiden uns für das Template, besprechen es mit dem Kunden und die Inhalte werden 1:1 einfach rüber, Beitrag aufmachen, rauskopieren, reinkopieren, wieder gestalten und fertig ist. Das ist das Einfachste, es braucht da auch keine Tools, das geht am schnellsten, wenn es wirklich wenig Content ist. Haben wir jetzt mehr Content, wird es schon schwieriger, weil dann müssen wir den Inhalt irgendwie automatisiert übertragen, weil alles per Copy and Paste bei hunderten von Beiträgen gegebenenfalls, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, bisschen schwierig. Ich habe mir drei Tools dazu angeguckt, beziehungsweise ich habe mir mehrere angeguckt, aber das sind eigentlich so die drei, die dort in die Auswahl gekommen sind. Das ist HTML to Article heißt das Ding, nicht Content, Schreibfehler, Netsuki und CMS to CMS. Das ist das erste, HTML to Articles. Das Funktionsprinzip ist ein einfaches, du hast HTML-Dateien irgendwo liegen, kannst einstellen, wie das Tool das Ganze in Joomla importieren soll. Du kannst ihm sagen, in welche Kategorie, welcher Autor das sein soll. Und dann machst du einfach öffnen, HTML, Dateien auswählen, reinladen und das Tool fängt an, das alles in Content zu konvertieren. Das heißt, jede Seite für sich, jeden Inhalt für sich, erstellt er einen jeweiligen Joomla-Beitrag, und das ist eine Stärke von dem Tool, bereinigt HTML, entfernt Text, die er nicht braucht, er macht eine W3C-Validierung, er korrigiert HTML, fehlerhaftes HTML oder nicht so tolles HTML, und macht die Validierung on the fly. Er kann Bilder und Dokumente automatisch importieren, das heißt, so wie sie eingebunden sind, liest er sie aus und importiert sie ins Joomla-System, sodass sie dort nativ vorhanden sind. Zeichensätze, Codierung, er macht eine automatische UTF-8-Konvertierung, weil das für Joomla einer der vorteilhaftesten Zeichensätze ist. Er protokolliert das Ganze, es lassen sich hunderte von Dateien on the fly überarbeiten, geht extrem schnell. Und man kann wirklich auswählen, was will man haben, Zugriffsstufe etc. Sehr interessantes Tool dazu, wenn man die HTML-Dateien vorliegen hat und sie einlesen kann. Das Ganze kostet je nach Subscription, nach Support-Zeitraum zwischen 100 Pfund und knapp 200 Pfund. Ist nicht billig, aber wenn man sieht, was man an Zeit spart, ist das schon eine Menge. Also wenn man das Ganze irgendwo liegen hat, im Webspace reinladen und dann kann man die weiteren Arbeiten machen. In HTML haben wir ja keine Nutzer oder ähnliches, die wir importieren müssen. Von daher ist das eine Möglichkeit zu integrieren. Sehr interessantes Tool. Vom gleichen Hersteller gibt es, achso, das ist übrigens die relativ antiquierte, aber funktionale Übersicht. Man kann auf den einzelnen Reiter die einzelnen Dinge einstellen und dann sagen, los geht's. Erinnert so ein bisschen an 1.0. Vom gleichen Hersteller gibt es dieses Tool, Netsuki Content. Das Funktionsprinzip ist ein etwas anderes. Das ist ein Web-Spider. Das heißt, ich sage ihm, welche Seite, welche URL er einlesen soll. Und er sucht praktisch den kompletten Content dieser Seite raus. Ich kann ihm sogar sagen, welche Diffs genau er, welche Bereiche der Seite er auslesen soll. Das kann man alles sehr dezidiert einstellen. Man kann ihm sagen, wie er automatisch Titel, Alias, Keywords und Metatext setzen soll. Das liest er alles aus der Seite raus. Er kann Bilder importieren und entsprechend auch einbilden. Dasselbe wie bei dem anderen UTF-8-Enkodierung und so weiter. Aber eben kann er jede entfernte Seite spidern. Das heißt, du kannst ihm sagen, nimm bitte diese URL und hol mir allen Inhalt raus und lade ihn in Joomla rein als Content. Auch sehr interessant, kostet zwischen 80 Pfund und auch 200 Pfund. Dann ist es aber egal, ob es eine Content-Management-Seite ist oder statisches HTML. Es ist scheißegal und das macht dieses Tool auch interessant für das, was wir nachher machen. Aus beliebigen Systemen konvertieren, da werde ich das auch nochmal erwähnen, weil das ist ein sehr interessantes Tool, um genau das zu machen. Wenn man eine Quelle hat, für die man keinen fertigen Konverter hat. Auch da, relativ antiquierte Ansicht, mit Design hat es der Hersteller nicht so, aber die Funktion ist da und sie funktioniert. Man kann hier, ich habe das mal über verschiedene Folien gemacht,
mal gezeigt, was man da alles machen kann, was man einstellen kann, wie man das entsprechend importieren kann. Man sieht hier, man kann sogar genau die entsprechenden IDs ansteuern, die man auslesen will, wenn man weiß, okay, ich will nur den Bereich haben, da muss er rauslesen, dann geht das Ganze schneller und sauberer. Das kann man hier auch einstellen. Also, ja, hilfreiches Tool für viele Zwecke und empfiehlt sich auch gerade bei HTML. Das letzte ist das hier. Das Funktionsprinzip ist gut. Man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Es ist nämlich ein Webdienst. Es ist ein Dienst, der bietet an, nicht nur von HTML, aber auch von HTML, über eine bestehende URL Dinge einzulesen und in die Joomla-Struktur einzufügen. Das heißt, Inhalte, Bilder, Menüpunkte, interne Links. Das Ding ist nicht billig. Es richtet sich danach, wie viel Content ich habe und was genau ich importieren will. Das ist bei HTML jetzt noch nicht so wichtig, aber es wird wichtiger, wenn man nachher in die CMS-Geschichten geht, weil das machen die Jungs auch. Kann man sich angucken, weil die ein sehr breites Spektrum abdecken, egal ob HTML oder CMS-Systeme. Deshalb auch dieses Ding nochmal vorgestellt. CMS to CMS. Haben eine Demo-Installation, wo man das auch testen kann. Man kann einen gewissen Inhalt mal Demo importieren, um zu gucken, funktioniert das auch so, wie ich das haben will. Sieht ungefähr so aus, wenn man das startet. Da gibt man oben seine Quelle an, er verifiziert die und dann sagt man, wo man es hinladen will. Und dann gibt es hier, wie man auch sieht, verschiedene Wege. Manuell über eine Bridge, das Ganze kann automatisiert von denen angestoßen werden, über die Testseite und mit einem Support-Service. Den zahlt man dann, aber das kann man dann entsprechend auswählen und einstellen und funktioniert mit den Testinstallationen relativ zügig und zuverlässig. Da ist es. Ja, warum haben wir besprochen? Auch wichtig dabei ist, es gibt kein Tool, was etwas anderes unterstützt als nativen WordPress-Content. Das heißt, alles, was in WordPress Core drin ist, unterstützen die meisten Tools. Aber es gibt kein automatisiertes Tool, was Dritthersteller, Teile, Slider, Galerien, sonst irgendwas unterstützt, was in Plugins drin ist. Existiert meines Wissens nach nicht. Es gibt Services, komme ich gleich zu, die machen das, aber das ist meines Erachtens nach manueller Aufwand dieses Services. cMigrator von CompuJoom migriert WordPress-Datenbank-Backups oder eine WordPress-Installation, die sich in der gleichen Datenbank wie Joomla befindet, in Joomla. Dabei liest es Inhalte, also Post und Pages, inklusive Bilder ein, es übernimmt Kategorien, Benutzergruppen und Benutzer. Es bereinigt den WordPress-eigenen HTML-Code mit eigenen Tags etc. Importiert Tags als Meta-Keywords und Kommentare können in das hauseigene C-Comment übertragen werden. Und es kann WordPress-Passworte weiterverwenden. Das ist auch interessant, weil so ohne weiteres kannst du Passwörter ja nicht importieren. Die sind gehasht. Ne? Das heißt, selbst wenn du den Nutzer importierst, wir werden gleich sehen, ein Tool macht es sich einfach. Du kannst ein Passwort vergeben für alle Nutzer, die du importierst. Die haben dann alle das Gleiche. Aber die haben ein eigenes Authentifizierungs-Plugin und können somit das Ganze nutzen. Das Schöne daran ist, es ist ein deutscher Hersteller. Das Ding, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht getestet, ob es auch in Deutsch funktioniert, weil ich alles in Englisch getestet habe. Die meisten anderen Tools, alle anderen sind auf Englisch. Das müsste eigentlich auf Deutsch funktionieren. Ansonsten ist es ein deutsches Unternehmen mit deutschem Support und der Yves ist auch heute hier, den könnte man dann auch fragen. Also das macht es sicherlich interessant, wenn man da öfter mit arbeitet und da auch Support braucht. Das Ganze sieht im Backend ungefähr so aus. Das ist eine Seite, wo man dann eingibt in so einer Konfiguration, was will ich denn übernehmen, wo kommt es her, welche Teile will ich importieren, will ich Usergruppen importieren, will ich Users importieren, Comment, will ich die Migration, also eine Clear Migration machen, will ich den kompletten Inhalt von Joomla löschen. Das ist übrigens ein Tipp, wenn ihr in Joomla importiert, nehmt möglichst immer ein komplett leeres, keine Demo-Daten, weil das führt schon mal zu Problemen. Also komplett leer ist das Beste. Das Tool macht es automatisiert für euch, löscht alles und zieht es rein. Man kann es auch anders machen, aber man muss nicht. Ganz wichtig dabei unten die Parsing Configuration. Da muss die Base-URL des WordPress-Blogs rein, den ihr importieren wollt. Weil sonst kann er macht zwei Schritte, er importiert erstmal den Content und passt dann andere Dinge wie Bilder, CSS und solche Geschichten für die Beiträge.
Das macht er im zweiten Schritt, und wenn er die URL nicht hat, kann er das nicht. Das ist dieses Tool. Das ist auch ein sehr weit verbreitetes Tool, der JConverter, der ebenfalls aus der gleichen Datenbank importiert. Er kann Inhaltspost, Bilder mit Originalpfad übernehmen, Kategorien, Links, Benutzer und so weiter. Er kann auch mittlerweile in der aktuellen Version Menüstrukturen inklusive der Hierarchie komplett herstellen aus der WordPress-Geschichte. Der importiert zum Beispiel Kommentare in JComments, und der kann auch, nee, stimmt gar nicht. Das habe ich fälschlicherweise übernommen. Das ist das Tool, sorry, das ist falsch im Slide, das ist das Tool, was ein Passwort setzt für alle User, die man dann informieren kann. Wenn ihr dieses Tool benutzt, dann bitte ein Passwort Reset. Könnt ihr in Joomla einstellen, für alle User ein Passwort Reset zu forcieren. Das heißt, der User muss beim nächsten Mal das neu anmelden, dann schickt er dem User das allgemeine Passwort, und wenn er das nächste Mal einloggt, muss er sofort das Passwort ändern. Das Ding ist relativ günstig mit $25. Und ja, macht auch einen guten Eindruck. Beziehungsweise, da wollte ich nochmal ganz kurz reinschauen. Achso, da gab es nur eine Besonderheit, er übernimmt die Bilderordner nicht. Das heißt, er übernimmt zwar den Link zum Bild, bleibt die alte Installation bestehen, bleiben die Bilder weiter aufrufbar, aber sollte die WordPress-Installation gelöscht werden, ist die natürlich verschwunden. Da nimmt man dann ein Tool wie DB Replacer von NoNumber hießen die früher, wie heißen sie heute? Regular Labs, genau, wo man Dinge innerhalb der Datenbank austauschen kann. Das heißt, man überschreibt einfach die alte bestehende URL zu den Bildern mit der neuen, kopiert den Bilderordner in Joomla rein, und dann hat man es auch erledigt. Kurze Frage. Ja. Die $25 zahle ich einmal und einmal kann 300 Seiten konvertieren, wenn genau. Ich will. Das ist eine einmalige Geschichte und gut ist. Dann gibt es J2XML, ist auch so ein Multitool, was extrem viel kann, nämlich XML-Dateien in Joomla importieren. Kann exportieren und auch importieren. Das Schöne ist, mit dem Exportieren hat man die Strukturen, die das Tool nutzt, und es hat extrem viele Plugins, zum Beispiel eben WordPress-Importer for J2XML. Ich habe wieder mit einem Problem. Das war das letzte Tool, was ich getestet habe, gestern Abend. Ich habe gedacht, ist einfach. Ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Man soll die exportierten WordPress-Sicherungsdaten, man kann aus WordPress eine XML-Datei raus exportieren, wo alle Informationen enthalten sind. Es gibt genügend User, bei denen es funktioniert hat. Es gibt Bewertungen zu diesem Tool. Dieses Tool ist uralt, und vor allen Dingen ist es ein freies Tool. Es hat extrem viele Möglichkeiten und kann Inhalte sowie Bilder und Kategorien einlesen. Es hat nicht den Riesenfunktionsumfang. Es gibt aber noch ein Plugin, das zum Beispiel User importieren kann. So könnte man zusätzlich User nochmal aus einer zweiten XML-Datei importieren, wenn man sich die Mühe macht. Dieses Tool ist kostenlos, deshalb habe ich es nochmal mit reingenommen. Und ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Ich habe es leider nicht zum Laufen gekriegt, warum auch immer. Aber ich wollte es nicht rausnehmen, weil es das Einzige ist, was wirklich komplett kostenlos ist und weil es extrem viele Features hat. Also weil es sehr mächtig ist. Es muss zwar gut angesteuert werden, man muss wissen, was man tut, aber dann ist es extrem mächtig und kann extrem viel bewegen. So sieht das dann aus. Extrem viel drin. Das da oben ist das Einzige, was man benutzt, nämlich hier den File, den man öffnen kann, und man kann ihn importieren. Sonst gibt es eigentlich da wenig in der Bedienung. Und auch da haben wir wieder CMS to CMS. Bei einer WordPress-Installation können die eben noch mehr. Die können im Grunde genommen fast alles übernehmen. Die können Menüpunkte übernehmen. Die erstellen nach bestem Wissen und Gewissen, sagen sie selber, 301 Redirects. Das heißt, sie gucken, wie waren die alten URLs, wie ist der Inhalt, wo haben wir es hingeschoben, wie ist die neue URL, und versuchen, bestmöglichste Ergebnisse zu ziehen. Nehmen euch also schon viel Arbeit ab. Versprechen tun sie es nicht. Sie sagen, wir geben unser Bestes. Da eben, dass viele Leistungen werden einzeln berechnet. Das heißt also, wenn ihr das wollt, müsst ihr nochmal $5 dazu bezahlen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr nochmal $5 dazu bezahlen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr ein Angebot anfordern. Die machen extrem viel, können extrem viel, aber der Preis richtet sich eben nach dem, was ihr wollt. Aber es ist manchmal, und das wird nachher auch das Fazit sein oder eins der Fazits, manchmal lohnt es sich, solch einen Service in Anspruch zu nehmen, weil die Jungs wissen, was sie tun.
Die haben sich darauf spezialisiert und dann ist es einfacher, als wenn ihr stundenlang rum experimentiert und euren Kunden da Stunden für Stunden reinhaut und es funktioniert letztlich nicht. Deshalb, so ein Tool, wie ihr seht, sieht es ähnlich aus bei einer WordPress-Installation, wie wir es eben bei HTML hatten. Also das auch ein Service, der schon lange existiert. Also die ersten Eintragungen zu dem Service habe ich, glaube ich, 2010 gefunden. Und seit 2012 findet man also regelmäßig Bewertungen dazu. Und also die wissen, glaube ich, was sie tun. Dann gibt es noch einen. Das ist ein ganz besonderer. Der hat eine Sonderstellung. G-Converter sagen, sie haben ein Tool entwickelt, mit dem sie konvertieren können. Inhalte in verschiedene CMS von verschiedenen CMS. Die haben eine riesen Latte von CMS-Systemen, die sie hin und her konvertieren können. Allerdings machen sie das meines Erachtens nach größtenteils manuell. Die haben sicherlich ein Tool, was viele Dinge automatisiert schon importieren kann. Sie bieten die komplette Übernahme einer Seite an. Das heißt, du gibst ihnen eine alte Seite und sie übernehmen das Ding komplett. Inklusive Design, inklusive Übertragung von eventuellen Drittherstellerplugins in Joomla-Plugins. Die sind doch sehr ähnlich, oder? Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht geguckt. Also auch das Ding ist schon relativ alt. Die Kosten sind auch hier eben nach dem, was ich tue. Das fängt an bei $225. Waren es, glaube ich, $225. Die für so ein Core-Paket, also User, Content, Post, Pages, so den ganzen Kladderadatsch, der so im Core drin ist, der wird übernommen, auch Menüerstellung und sowas. Auch da gehe ich davon aus, dass ein großer Teil schon manuell gemacht wird. Und dann gibt es eben Template-Erstellungen, $150 bis $450, kannst du halt je nach Aufwand, kannst du sagen, ich hätte das gerne mit. Und dann kannst du ihnen halt den Auftrag geben, du, ich habe da irgendein Social-Plugin für Community in meinem WordPress drin, ich hätte das gerne in Joom Social drin, dann machen die das auch für dich, machen dir vorher ein Angebot und machen das komplett. Sicherlich eine Sonderstellung, aber auch hier gilt wieder, wenn ich eine komplexe Seite habe und die Jungs machen mir ein verbindliches Angebot, dann ist es oft besser, als da selber rumzufrickeln und zu gucken, weil die existieren auch schon relativ lange, die Seite ist auch, wie soll ich sagen, Joomla 1.0 war da schon ein bisschen weiter, glaube ich, optisch. Aber wie gesagt, die machen extrem viel. Wenn man da oben mal auf CMS klickt, dann taucht so eine Riesenlatte auf von hin zu mit Hunderten von Einträgen. Auch die wissen, glaube ich, was sie tun. Von daher kein uninteressanter Service. So, andere Quellen. Jetzt habe ich Drupal, ich habe Typo 3 und ich habe hunderte andere CMS-Systeme, wie wir eben schon beim CMS-Garden gesehen haben. Da sind auch viele drin. Wie kriege ich jetzt das Ganze darüber? Drupal zum Beispiel funktioniert sehr gut mit dem C-Migrator, den wir eben hatten von CompuJoom. Die können genauso wie WordPress-Dateien oder WordPress-Inhalte auch Drupal übernehmen. Und zwar weitestgehend in den gleichen Funktionsumfang mit User, mit Content, mit Kategorien und so weiter. Was mache ich jetzt aber, wenn ich irgendwas habe, was so gar nicht abgedeckt ist? Also da gibt es überhaupt keinen Migrator für, der jetzt sagt, das CMS auf das CMS. Dann habe ich drei Möglichkeiten. Die erste sind diese Web-Services. CMS zu CMS oder G-Converters bieten halt eine Vielzahl von Möglichkeiten an, wie ich sagen kann, okay, ich habe das CMS und will auf das, machen die Jungs. Sie machen es einfach. Wie sie es machen, müssen wir da halt gucken. Wie gesagt, die Demo-Geschichten mit CMS zu CMS haben relativ gut funktioniert. Ich habe mir die Tools alle angeguckt. Du kannst dann so ein Bunch of Daten mal rüberziehen und gucken, funktioniert das. Und ich habe verschiedene kleinere CMS auch nochmal mit Demo-Daten installiert und das ausprobiert. Auch das funktioniert relativ zuverlässig. Ich habe auch mal komplexe WordPress-Installationen, nicht nur kleine Demo, sondern ich habe mir mal aus der Community mal so richtig fette Pakete mit WooCommerce und dem ganzen Plumperquatsch geholt und habe sie mal durch die Migrationstools laufen lassen. Ergebnis ist da wirklich, alles was Core ist, funktioniert sehr gut, auch bei diesen Services und darüber hinaus ist viel manuelle Anpassung. Zweite Möglichkeit, die hatten wir eben schon, diese Web-Spiders wie Netsuki. Ein Tool, was einfach unabhängig von der Quelle den Output ausliest. Guckt, was wird da rausgegeben. Klar, ich habe keine User, ich habe auch andere Dinge nicht, wie gegebenenfalls Kategorien, da wird es schon schwieriger mit den Netspidern, aber ich kann mir zumindest den Content rausholen. Manchmal, es gibt ja auch Fälle, wir kennen das alle teilweise aus dem Kundengespräch, mein alter Webdesigner ist von, keine Ahnung wo der ist, den gibt es nicht mehr, ich habe keinen Zugang mehr zum Webspace, aber ich würde gerne meine Seite übernehmen.
Für die Web-Spider gar kein Problem, gib dem URL und er holt sich den Content und du musst es nachher nur noch ein bisschen strukturieren. Damit kannst du praktisch alles übernehmen, auch Inhalte, die nicht dir sind. Wer bewirbt sein Tool zum Beispiel damit, zu sagen, hey, du willst ein Newsfeed aufmachen, hol dir doch einfach die News irgendwo her. ein Schelm, wer dabei Böses denkt, aber es funktioniert letztendlich. Also das ist eine der Möglichkeiten, die man auch nutzen kann. Und die dritte Möglichkeit, und deshalb habe ich dieses J2XML auch drin gelassen, ist zu sagen, okay, ich kann es vielleicht nicht automatisiert oder ich kann es nicht mit den Tools oder ich möchte es nicht mit den Tools, ich möchte schon sehr genau steuern, was kommt da rein, aber ich möchte das im Batch machen. Das heißt, ich möchte vieles auf einmal machen, was ich vorher vorkonfiguriere und was durchlaufen soll. Dann bietet es sich an, und das habe ich auch mal zwischendurch ausprobiert, das Ganze in strukturierte XML-Dateien zu bringen, zu sagen, okay, das ist mein Content, den habe ich jetzt irgendwie aus der Datenbank von dem Content-Management rausgeholt. Der hat eine andere Struktur als Joomla und auch als das Import-Tool, aber ich passe das einfach alles an. Ich setze mir das in diese XML-Datei rein, so wie ich es gebrauchen kann, und kann dann on the fly wirklich alles importieren, und dieses Tool kann wirklich viel importieren, Weblinks, Access-Levels, Tags, Kontakte, du kannst User importieren, du kannst eine ganze Datei von Usern machen, kannst du die im Vorfeld festlegen, und eben auch einen HTML-Importer, der kann Images grabben. Es ist sicherlich nicht das für den End-User nützliche Tool, der sagt, ich will da draufklicken und dann soll das importiert sein, aber wer weiß, was er tut und wer ein bisschen Ahnung von strukturiertem Arbeiten hat, für den ist dieses Tool eine Riesenmöglichkeit, Dinge aus beliebigen Quellen zu importieren. Deshalb war es auch eben noch drin, auch wenn ich meine Probleme damit hatte, was auch sicherlich an der Kürze der Zeit lag. Ja, was ist also unterm Strich wichtig? Planung ist wirklich das A und O. Alles, was ihr im Vorfeld plant, fliegt euch nicht um die Ohren. Also dieses, oh, ich probiere mal das zu migrieren, geht garantiert schief. Ich habe dann auch mal einfach teilweise Sachen importiert und musste sehen, dass ich mir damit Probleme reingeholt habe. Habe ich sie vorher rausgeschmissen, lief das Ding cool durch. Das Tool hängt ganz davon ab, was ihr migrieren wollt, mit welchem Funktionsumfang. Diese Tools, die ich vorgestellt habe, haben alle unterschiedliche Funktionsumfänge und können unterschiedlich wo rein. Da kommt es wirklich darauf an, was wollt ihr, was will der Kunde, was muss nachher noch drin sein, was vorher drin war, oder gegebenenfalls, was will ich noch zusätzlich machen, ist ändern, das ist wichtig. Aber ganz wichtig ist, egal wie viele Tools ihr nutzt, ihr habt immer noch Handarbeit. Das muss euch im Klaren sein, wenn ihr sowas kalkuliert, wenn ihr über sowas nachdenkt. Es ist viel Handarbeit und das ist nicht nur das Template. Aber es ist machbar. Nachdem ich mir das Ganze angeguckt habe, muss ich sagen, im Verhältnis zu den Jahren vorher ist es extrem einfach geworden, Content aus diversen Dingen zu importieren und rüberzuholen. Gerade was WordPress betrifft, ist Joomla da mittlerweile wirklich gut aufgestellt und da geht was. Also es ist wirklich machbar, ihr braucht solche Projekte nicht mehr abzulehnen. Bei kleinen Seiten ist das sowieso kein Problem, aber komplexe Seiten muss es heute nicht mehr heißen, müssen wir alles neu machen und machen wir von Hand. Das geht, solange es Core-Dateien betreffende CMS-Dateien wirklich gut. Und was wichtig ist, ihr müsst es nachher kontrollieren. Ganz wichtig in Sachen SEO, in Sachen Suchmaschinenoptimierung, guckt euch die URLs an, vorher, nachher, was habe ich, wie leite ich sie um. Ein interessantes Tool dazu habe ich da unten mal hinzugeschrieben, das ist die Relaunch-App. Das ist ein Web-Tool, was nicht nur alte URLs vergleicht, sondern auch mit einer KI die Inhalte der Seite analysiert und guckt, was gehört wozu, was war vorher, wo war das vorher, wo ist es heute, und darauf basierend Umleitungen und Vorschläge für diese Umleitung fertig macht und kostet für, sagen wir mal, eine kleine Seite um die 39 Euro im Schnitt. Also wenn es jetzt kein riesen Multilevel-Konzern ist, der 100 Niederlassungen hat, kommt man da mit 39 Euro sicherlich hin. Da war gerade eine Frage. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt so eine alte Wunderseite mit einem 5er habe zum Beispiel, will ich auch nicht unbedingt jetzt updaten auf 3.8. Was würdest du dafür tun empfehlen, was die da am besten? Da gibt es diverse Tools. Da bietet zum Beispiel sich auch J2XML an. Der hat extra Importer, Exporter für Joomla 1.5 und 2.5, mit dem man Content aus 1.5 in 3 bringen kann, etc. Es gibt aber noch andere Tools, die sich darauf spezialisiert haben. Viele sind mittlerweile schon verschwunden, aber wenn man mal sucht, es gibt immer noch einen Haufen von Tools, die sowas anbieten. Wobei, ich sag mal, so eine Seite, die auf 1.5 noch war,
da bietet sich vielleicht wirklich an, nur den Content mit XML rüberzuholen und dann den Rest nochmal manuell zu kontrollieren, weil das ist wahrscheinlich so ein altes Hühnchen mit so viel Müll in Anführungszeichen, da ist dann eben diese Aufräumgeschichte interessant. Also da gibt es noch Tool, aber J2XML ist da unter anderem auch jemand, der seine Sachen hat. Frage aller Fragen, welches ist das beste Tool? Sorry, es gibt keine einfachen Lösungen. In der Politik nicht, im Leben nicht und auch bei der Frage nicht. Es richtet sich nach dem, was ihr machen wollt. Deshalb Planung, gucken. Das beste Tool ist immer projektbasiert. Das heißt, man muss wirklich dann vergleichen. Ziel hier war mal, Tools rauszustellen, die einen guten Funktionsumfang haben, die funktionieren, die seit langem funktionieren und stabil gepflegt werden. Die einzelnen Punkte, die für euch wichtig sind, müsst ihr im Rahmen des Projektes klären, weil die Dinger jetzt in der Zeit hier nochmal auseinander zu dröseln, funktioniert einfach nicht. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, das am Projekt zu messen. Wenn man das auch macht, ist es wirklich kein Hexenwerk und deshalb holt so viel rüber wie möglich. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie vielleicht auch irgendwo stellen, ansonsten auch gerne noch im Nachgang hier. Ich habe es tatsächlich geschafft, noch pünktlich fertig zu werden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte ein bisschen mehr. Ich habe noch eine Sache, also wenn es um Thema Sicherheit geht, ich habe mal mit CMS zu CMS einen OS-Commerce-Shop damals noch migriert. Ja. Aber bewusst die User draußen gelassen. Ja. Also das muss man sich schon fragen, weil CMS zu CMS, die da halt wirklich auf die Daten noch zugreifen. Ein Tool, das ich bei mir verwende, ist nochmal eine andere Sache. Also kommt auf an, wenn es jetzt nur Content ist, ist es, sag ich mal, wahrscheinlich egal. Aber wenn es um User-Daten geht, also da das auch abzuwägen, gebe ich die Daten dem anderen in die Hand oder bleibe ich. Da gebe ich dir recht, man muss sich darüber im Klaren sein, es ist ein Webservice, man gibt hier Daten, User-Daten eventuell auf andere Server. Das kann ein rechtliches Problem sein. Das kann ein Sicherheitsproblem sein, da muss man sich schon mal klar sein, wenn man das, aber das ist halt leider mit allen Webservices so, egal welche man nutzt, man muss dem Anbieter da vertrauen, auch diese Entscheidung sicherlich, klar, projektbasiert und gucken, kann man das mit solch einem, egal ob G-Converters oder CMS zu CMS oder anderen Online-Tools, muss man einfach schauen. Das gleiche gilt natürlich auch für Tools wie MyJoomla oder ähnlichen, auch da gibt man Zugangsdaten und personalisierte Daten weiter. Das gehört natürlich dazu. Danke nochmal für die Info, da hast du völlig recht. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, ich bin fertig.